Hallo lieber Wassermann, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns den Monat April 2024 uns anschauen. Was könnte auf dich zutreffen? In welcher Energie könntest du dich befinden? Oder das kann ja auch gut sein, du bist schon in dieser Situation, ja? Weil die Karten sehen immer hier und jetzt. Wichtig ist auch, lieber Wassermann, das ist ja ein Mantra geworden, das sage ich immer wieder, aber das ist nicht immer selbstverständlich für alle, weil auch diese Fragen immer kommen. Der Aszendent ist wichtig, genauso wie der Mond und den Venus-Sternzeichen. Ja, höre sie dir an, valutiere das Ganze und dann setzt du es um. Ja, okay, lieber Wassermann, ich starte mit den Energienkarten, weil wir hatten ja wichtige Abschlüsse. Ne? Wir haben immer noch auch diese Energie, die noch da ist. Das ist die Vollmondenergie. Ich weiß jetzt nicht jeder merkt das oder jeder spürt diese Energie. Aber das ist so, dieser Vollmond in Waage bringt an sich eine wichtige Energie. Ja? Und zwar ein Abschluss, hinter sich etwas zu lassen. Okay? Und da wir auch die Portaltage hatten, das ist eigentlich auch noch ein Input, okay? Werden gewisse Menschen Türe schließen. Auch wenn jetzt diese Türen sozusagen noch ein bisschen offen sind, entweder werden sie endgültig geschlossen oder sie werden wieder geöffnet. Das kann ja auch gut sein. Lieber Wassermann, es kommt immer drauf an, welche Situation du gerade erlebst. Ja? Also mal schauen, welche Türe öffnet sich für dich und welche Türe schließt sich. Okay, hier. Knallhart ist schon die Karte rausgekommen, sehr wachsame Energie, die Entscheidung. Du siehst es auch hier mit der 2 vorne, Entscheidungen, die man trifft. Das habe ich aber schon oft gesagt, passt perfekt zu dem Wassermann, weil ich dem Wassermann das schon gesagt habe, auch wie dem Löwe. Das ist quasi auch dieselbe, fast dieselbe Energie, die hier beeinträchtigt wird. Und zwar, der Wassermann wählt, der Wassermann sagt, ich will nicht mehr in der Mitte sein, ich will nicht mehr dieses Weiß-Schwarz, also quasi beides drin haben, sondern ich will nur eine Situation, ja. Entweder ich bin drin oder ich bin nicht drin. Entweder ich habe den Job oder ich habe den Job nicht. Entweder wohne ich mit dir oder ich wohne nicht mit dir. Also das ist hier ein klares Ja oder ein klares Nein. Das kann aber auch gut sein, lieber Wassermann, du hast jemand vor einer Entscheidung gestellt. Ja, wir sagen hier, das ist nicht deine Entscheidung, das könnte hier die Entscheidung sein von jemand anderem. Will ich investieren? Diese Person hat hier Geld in der Hand. Kann ja auch gut sein, wir reden hier über deine berufliche Situation, was du gerade machen möchtest oder finanzielle, ja, wo möchtest du dein Geld anlegen? Bist du sicher, dass du an einem bestimmten Projekt teilnimmst? Kann ja gut sein, du hast es dir anders überlegt, ja, du bist da unsicher, was dabei rauskommen kann. Also hier alles, was noch nicht sicher ist, aber durch Veränderungen, du merkst ja, wie dein Leben sich verändert, du merkst ja, dass die Dinge nicht mehr gleich sind. Und von dieser Perspektive siehst du die Antwort. Das ist ja klar, wir wissen dann ganz genau, welcher Weg führt uns wohin. Das kannst du nur selber erfahren. Ja, also es ist klar, dass die Karten niemals eine Antwort für dich haben werden, eine hundertprozentige. Sie haben immer Tendenzen, lieber Wassermann, das sage ich jedes Mal. Die Antwort liegt tief in dir. Ja? Ob du jetzt rechts, links, geradeaus gehst, das ist deine Sache. Aber Hauptsache, du wählst den Weg, das für dich gut ist. Ja? Okay, also eine Türe schließt sich hier, definitiv. Nur ich weiß jetzt nicht, welche Türe es ist. Ja? Also lieber Wassermann, es kann überall sein. Das kann sein, du sagst, okay, diese Türe mit dieser Person oder mit jemandem aus der Familie, möchte ich keinen Kontakt mehr haben. Also ich schließe diese Türe. Oder ich habe mich entschieden, ich öffne wieder die Türe. Und dabei finde ich diese Person gegenüber mir. Okay? So, machen wir weiter. Und zwar mit den Angel Tarot-Karten. Also für mich eher Orakelkarten. Wunderschöne, also wirklich, die sagen sehr viel. Mal schauen, was dich sozusagen erwartet, in welcher Energie du dich befindest. Laut den Engeln. Aha, sehr viel Leidenschaft, sehr viel Kreativität, Fertilität, Multiplizier, Protection against the... Okay, so, was haben wir hier?
Du solltest dir jetzt selber helfen, sagt die Karte. Helf dir selber, indem du sehr viel Geduld mitbringst in der Sache. Du bist gerade in einer Situation, in dem, wie sage ich das jetzt, Fertilità? Fällt mir jetzt nicht ein, lieber Wassermann. Das ist früh morgens, sollst du dir vorstellen. Das ist, wenn du sagst, Fruchtbarkeit. Genau. Was du jetzt berührst, ja, wächst. Was du jetzt für Ideen hast, könnten sich jetzt multiplicare, könnte jetzt mehr werden aus dem, was du anrührst. Aus dem, was du für Ideen hast, könnte sich das multiplizieren. Sagen wir mal das so auf Deutsch, ja? Ich hoffe, ich sage das auch richtig, aber es sollte auch passen. Jetzt ist es aber auch wichtig, dass du Geduld mitbringst, weil wenn du jetzt anfängst, deine Ideen, deine Situationen, ob das jetzt eine Liebessituation ist, bei der Arbeit, finanziell, du investierst irgendwo an einem Projekt. Du wirst sehen, die Samen. Du wirst die Samen sehen. Lieber Wassermann, du hast ja nicht lange Geburtstag gehabt. Also du darfst das so verstehen, 3 Monate, 3, 6, 9, das sind wichtige Aspekte in der Astrologie. Also bei dir sind es, glaube ich, Februar, März, April, dann sind es 3 Monate so, ja, ungefähr. Ich denke so, Richtung Mai sind das ganz genau 3 Monate, weil es kommt immer drauf an, wann hast du Geburtstag. Es gibt Menschen, die haben mittendrin Geburtstag, dann hört es ja auch mittendrin auf. Also, das wichtige Aspekt wirst du bei dir sozusagen, würde ich sagen, Ende April, Anfang Mai siehst du schon die Dinge. Du siehst die Dinge, die wachsen. Du wirst wahrscheinlich das nicht sofort sehen, aber du bist jetzt gerade dabei, die Samen zu legen. Also wir haben noch die Chance, Leute, wir haben noch die Chance, wir haben dann nämlich Neumond, nur ganz genau weiß ich das jetzt nicht, wann das ist und wo das ist. Ich bin ganz ehrlich, aber ich weiß, dass Neumond sein wird, der auch wichtig ist, um neue Dinge anzupflanzen. Das ist klar, das ist metaphorisch gemeint, weil du legst ja Projekte, du fängst eine neue Situation an in der Liebe, du beginnst wieder von vorne in der Liebe, du gibst dieser Liebe eine Chance, weil das kann ja auch eine Leidenschaft sein, die du hast mit jemandem. Also, hier ist es die Frage, öffne ich diese Türe und lege ich Samen an, okay, an dieser Situation, oder schließe ich eine Türe und lege neue Samen an? Das kannst nur du wissen, das wirst du aber auch sehen. Aber hier ist sehr viel Geduld gefragt. Also ohne Geduld gehen wir nirgends, das ist ja klar. Und ich denke, du könntest auch ein bisschen so Feuer in dir haben. Ja, also diese Ungeduld haben immer die Feuerelemente, ne? Ich kenne das ganz gut. Das ist ja die Opposition von dir, ist ja der Löwe. Und man zieht sich immer da so, die Löwe und die Wassermann haben eine schöne Synchronizität, haben eine schöne Anziehungskraft. Ja, wenn sich zwei Menschen von dieser Sorte treffen, dann passiert sehr viel. Ja, sehr, sehr viel. Aber es ist ja auch klar, dass du sehr viel nimmst von der Opposition. Okay, das kann ja auch passieren, dass du jetzt sagst, Katja, ich bin auch sehr ungeduldig, obwohl der Wassermann dann wirklich leger lebt und nicht unbedingt alles auf einmal haben muss oder sagt, okay, ich kann nicht warten, das muss jetzt geschehen, sondern du machst die Dinge gleichzeitig. Was der Wassermann macht gerne, ist viele Dinge zu starten und dann manchmal kommen wir nicht mit, ja, und das ist wirklich wichtig, dass du siehst, an welchen Aspekt, an welcher Situation muss ich jetzt meine Aufmerksamkeit schenken, wo darf ich jetzt am Samen legen, wo soll ich jetzt gießen. Stell dir mal vor, du hast 10 Pflanzen, und du weißt, dass nur 2, 3 Pflanzen es schaffen werden, dieses Jahr. Also das ist wirklich nur ein Beispiel, damit du mich verstehst. Und du gibst nur diese 3 Pflanzen diese Aufmerksamkeit. Im Leben ist es immer so. Im Leben werden wir immer durch Entscheidungen wachsen. Es gibt immer eine Entscheidung zu treffen, auch wenn du morgens aufstehst und schon die Klamotten nimmst. Also ist es wichtig, dass du weißt, ja, dass es hier nicht nur um große Entscheidungen gibt, sondern die kleine Entscheidung, die dann dein Leben sozusagen diesen Input geben, ja, dass ich die richtigen Worte finde. Okay, so, schauen wir jetzt mal, welches Event dich erwartet. Ja, sie fallen hier. Chiarimento, du wirst wahrscheinlich hier mit jemandem reden, du wirst hier Klartext sprechen, du wirst hier eine Diskussion. Du hast vielleicht eine Diskussion gehabt, du wirst aber hier mit dieser Person eine Besprechung haben. Du wirst mit dieser Person klären. Also hier wird eine Lösung
rauskommen, ja? Das kann eine Teambesprechung sein. Das kann ja eine Familienbesprechung sein, dass man hier sich alle zusammenhockt und über die Situation spricht. Auf jeden Fall, ihr sagt das, egal in welcher, egal wo das ist, das könnte beruflich, das kann extra sein, extra ist damit auch die Liebe gemeint, ja. Wenn du jetzt sagst, Katja, ich weiß gar nicht mal, was er will oder was sie will und endlich soll sie sich entscheiden. Oder wenn wir jetzt etwas abgemacht haben, das können ja auch Kleinigkeiten sein, Leute. Das kann vom kleinsten Ding sein, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen umziehen, aber wir wissen nicht, in welcher Stadt. Oder wir wissen nicht, welche Möbel. Na, das gibt's auch. Leute, das sind Kleinigkeiten, ja. Aber trotzdem sind es Dinge, die man zusammen wählt. Die man zusammen, also man geht hier von einer Entscheidung aus, die man zusammen betätigt. Du kannst ja nicht sagen, ich suche alles aus, wo ich wohne. Oder ich sage, wo wir hingehen. Also Teamwork, ne, das ist klar. Wenn man zusammenzieht, wenn man zusammen in einer Beziehung ist, finde ich, 50-50 sollte man sich entscheiden. Ja, sollte man zusammen einen Kompromiss finden. Ja, und nicht nur einer muss alles machen oder sollte immer alles machen. Ja, okay. Schauen wir jetzt weiter, lieber Wassermann. Mal schauen, was die... Leute, hier geht's ab bei euch. Das ist Wahnsinn, wie wachsam. Hier ist eine Angst. Ich habe Angst, mich wieder an ihn zu nähern. Ich habe Angst, mich wieder an sie zu nähern. Das kann ja gut sein, dass irgendwo du hier mit jemandem etwas klärst in Sache Liebe. Okay? Oder eine zwischenmenschliche Beziehung, eine Freundin, ein Freund, eine Schwester, ein Bruder. Bitte setz das um. Aber hier ist eine Angst. Ich habe Angst, wieder, dass hier etwas passieren kann und wieder es von vorne beginnt. Das kann auch eine Entscheidung sein, indem du sagst, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Türe endgültig schließe oder sie offen lasse. Andere Situation, du weißt hier, dass dein Freund, deine Freundin, wer das auch immer ist, sich mit jemandem trifft, den er oder sie aus der Vergangenheit kennt und hier sich wieder zwei Menschen zusammentun, dass sie sich wieder finden. Ja, das kann aber auch gut sein, hier hat jemand Angst. Was ist, wenn ich nicht mich an diese Person nähere? Was ist, wenn ich nicht das schaffe, dieses Zusammenspiel wiederzufinden mit dieser Person? Was ist, wenn wir doch nicht harmonisieren? Dann ist es halt so. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber es geht nicht. Es geht nicht anders, ja? Und weißt du, was hier eine große Rolle spielt? Der Stolz. Was hat er in der Liebe zu suchen, den Stolz? Ja, und guck mal hier, Bettdorno. Wahrscheinlich hat jemand hier sich entschuldigt oder sollte sich entschuldigen. Kann ja gut sein, dass die Schwierigkeiten am Stolz liegen von dieser Person. Ich bin sehr stolz. Ich werde mich nie entschuldigen. Also bei dem Wassermann in der höchsten Vibration gibt es gar keine. Also da mache ich mir gar keine Sorgen, weil der Wassermann in seiner höchsten Vibration sich mit nichts vergleicht. Dass das Ego ist weg. Eigentlich ist das Ego wirklich weg. Das ist in ganz Tiefe. Das ist auch die Opposition vom Löwe. Beim Löwe, wenn er in der höchsten Vibration ist, entfernt er sich von seinem Ego. Das Gleiche. Ja? Also hier ist es wichtig, wenn ich eine Beziehung will, schaue ich mir nicht an, ob die anderen einverstanden sind, ob das mein Ego wehtut, weil die Persönlichkeit hat damit nichts zu tun. Leute, die Seele hat eine Aufgabe, nicht die Persönlichkeit. Und ich habe das schon gesagt, in der astrologischen Sichtweise, du siehst es auch an der Astrologiekarte, was ich ja gerade wirklich mir gut anschaue, weil sie wirklich sehr viel sagt aus einem Menschen, ja, kann es gut sein, dass du einen Weg hast, aber deine Persönlichkeit geht links. Du solltest schon, sagen wir mal, du solltest hier von mir aus gesehen, ist es hier links, ja, und die Persönlichkeit geht aber rechts. Scheiße, wie machen wir das? Was passiert? Alles geht kaputt. Es wird etwas kommen, das diese Situation ruiniert. Es zerbricht, weil deine Persönlichkeit hat nicht zu entscheiden, sondern die Seele. Leute, wir kommen mit einer bestimmten Seelenmation. Du kannst tun, was du willst. Du kannst meckern, wie du willst. Du kannst dich beschweren. Du kannst jeden Tag in diesen Leiden leben. Aber die Seele hat ihre Situation, seine Lebensaufgabe. Und wenn seine Lebensaufgabe besteht, dass hier mit dieser Person zusammen sein sollte oder mit dieser Person nicht zusammen sein sollte, dann wird es auch so passieren. Da spielt der Ego, also der Ego, der wird da wirklich niedergesetzt.
Das Ego hat in einer Liebessituation oder mit jemandem, den man liebt, ob das jetzt Geschwisterliebe ist, brüderliche Liebe, egal was für eine Liebe, Mutter, Tochter, Sohn, Mutter, egal wie, das hat da nichts zu suchen. Weil das Ego macht sehr viel kaputt. Das Ego ist eigentlich der beste Killer für eine Beziehung. Wirklich, Leute, die Beziehungen gehen meistens kaputt wegen dem Ego. Und ich weiß, meistens sagen auch die Frauen, ja, der Mann hat einen starken Ego. Ja, auch. Ja, auch. Die Männer haben einen stärkeren Ego. Aber es gibt auch Frauen, die so sind, die so leben, eine maskuline Seite haben. Ja? Und natürlicherweise als Wassermann, zum Beispiel Aszendent oder Mondknoten, wenn du jetzt sagst Südknoten im Wassermann, da kann man nicht sagen, warst du eine Frau oder warst du eher ein Mann. Geht beides. Ja, bei diesem Sternzeichen, ich sag ja, das ist in der Mythologie schon, das besitzt Weiblichkeit und Männlichkeit. Ja, deswegen ist es ja so, wenn du das Ego zu viel benutzt und du jetzt wieder runterkommst, du hast dich inkarniert, du machst wieder dieselbe Aufgabe und du hast es nicht bestanden. Du musst wieder von vorne starten. Okay, solltest du dein Ego auf die Seite stellen. Also hier, L'Orgoglio, das Ego hat nichts damit zu tun. Natürlich, wenn du jetzt geschlagen wirst, wenn du niedergelegt wirst, wenn jemand wirklich dich wie ein Stück Scheiße behandelt, dann hat das Ego natürlicherweise einen Input. Dann darfst du nicht mit dieser Person zusammen sein. Also da sollte das Ego schon aktiviert sein, aber auf eine gesunde Art und Weise. Aber wenn wir jetzt hier nicht vom Schlagen reden, nicht vom Beleidigen reden, weil es gibt doch Menschen, die wirklich mit Wörtern so viel kaputt machen können. Und Leute, zu 99% ist es das Ego, das redet. Ja? Also ich denke, hier könnte eine Entschuldigung sein, könnte aber auch gut sein, die Entschuldigung findet nicht statt. Weil er eigentlich sich vom Ego leiten lässt oder sie. Das Ego ist so stark, dass ich mich nicht entschuldigen werde. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich weiß, dass ich mich scheiße benommen habe. Aber ich gebe es nicht zu, weil es mir wehtut. Okay? Zum Beispiel könnte hier auch die Angst ein Input sein. Die Angst führt dazu, dass ich mich schließe. Mein Ego aktiviert sich. Also wir haben wirklich einen Instinkt. Das ist animalesco, also tierisch. Wir haben ja unser Reptilien, kleines Gehirn, Leute. Und diese Angst kommt von da. Wenn wir aber in unserem höheren Bewusstsein sind, in der Mitte, also wir sehen das durch den sechsten Chakra, da fängt das Divine, il Divino, das Göttliche an, okay? Natürlich sind wir auch halb Gott. Wir haben diese Essenz, okay? Aber trotz dessen gibt es noch diese menschliche Seite, dieses tierische Seite in uns. Und da hängt die Angst. Die Angst führt dich zu einer niedrigsten Überlebensphase. Das ist wirklich die niedrigste Energiequelle. Und deswegen, wer in Angst lebt, wird in seinem Leben nicht viel erreichen. Also entweder lebt hier jemand in Angst, hat nicht die Attributen und wird ein Leben lang wahrscheinlich auch kommen. Diese Menschen brauchen sehr lange. Und wenn du aber verstanden hast, dass du sagst, mir ist es egal, ich habe Angst, aber ich weiß, dass ich jetzt mein Ego auf Seite schieben soll. Das ist das Einzigste, was ich machen kann. Ich muss mein Ego auf die Seite schieben, sonst gibt es hier kein richtiges Liebesbeziehung oder keine richtige zwischenmenschliche Beziehung zwischen Mutter, Sohn, Mutter, Tochter, egal was es ist, Vater. Weil du kannst auch sagen, ich habe ein Problem mit meinem Vater. Und ich möchte nicht, dass mein Vater quasi mir wehtut in meinem Leben noch mehr. Im Endeffekt ist es eine Lektion. Ja, also bitte, lieber Wassermann, der Sinn der Sache ist, was bringt uns dieses Ego? Ja, das Ego bringt uns gar nichts. Okay, machen wir weiter. Also wir haben hier wirklich, sag ich mal so, alles erklärt, was das Ego machen kann und wie das Ego als Hindernis eurer Beziehung steht, was es auch für eine Beziehung ist. Wie gesagt, das muss nicht immer unbedingt Liebesbeziehung sein. Sie steht auch unter Freunde, ja, dass man als Freund eigentlich jetzt sich entschuldigen möchte, aber das Ego sagt nein, okay? Wir haben hier jemand, der in seinem Leben gerade nicht glücklich ist. So tut, als ob
diese Person. Das ist wie wenn jemand es satt hat. Ja? Ich würde hier auch sagen, die dritte Person, der dritte Rat zu sein oder satt vom Leben so zu sein, so mit diesen Menschen zu leben. Oder wenn ich jetzt lache, lache ich jetzt nicht in dieser Freude. Das ist nicht mein Herzchakra, der dazu mich bringt zu lachen. Das ist ein Fake-Smile. Ne? Diese Karte sagt es eindeutig. Das kann aber auch gut sein, du weißt, dass er oder sie zurückgekehrt ist. Irgendwo, aber du weißt, dass er oder sie nicht glücklich ist. Dass es nur vorgespielt ist. Okay? Hier ist irgendetwas nicht korrekt. Okay. Du solltest hier mehr stärker sein und deine Kraft benutzen, um das zu erreichen, was du erreichen willst. Also, du solltest hier keine Angst haben. Usa dutra do forza. Benutze deine ganze Kraft, um das zu erreichen. Habe keine Angst. Also, lieber Wassermann, wenn du jetzt kämpfst und sagst, ich weiß, dass wir uns lieben. Ich weiß, dass du einen starken Ego hast. Aber versuche, mal dran zu bleiben. Versuche, mal die andere Perspektive zu sehen, dass du kämpfst für diese Beziehung. Oder du sagst, ich werde nicht mehr kämpfen. Ich kämpfe jetzt nur für mich alleine. Non ne vale la pena. Es rentiert sich nicht. Ja? Und hier haben wir auch jemand, der irgendwo, also ich habe irgendwo das Gefühl, lieber Wassermann, hier ist jemand, der sehr fake ist. Wie kann man das sagen? Vielleicht in einen Status lebt, der gar nicht wahrhaftig ist. Vielleicht von sich etwas gibt. Es kann ja auch gut sein, du chattest hier mit jemandem oder du kennst diese Person nicht richtig. Und diese Person könnte eventuell etwas preisgeben, was eigentlich gar nicht stimmt. Tut so, als ob diese Person dieses Geld besitzt, dieses Reichtum besitzt. Oder hier eine Nobelperson ist. Aber im Endeffekt könnte hier das nicht so sein. Also du könntest hier mit jemandem zu tun haben, der schauspielert. Sei vorsichtig. Es kann ja auch gut sein, diese Person ist zu, hat einen starken Stolz, hat einen starken Ego und möchte nicht, dass du siehst, wie er oder sie lebt. Das kann ja auch gut sein. Also es kann auch möglich sein, dass es Menschen gibt, die einen Wert legen auf Geld. Einen sehr wichtigen Wert. Also wenn ich jetzt nicht genug Geld habe, bin ich dieser Person nicht wert. Wer sagt es denn? Du denkst ja nicht für die andere Person. Du denkst das. Aber die andere Person vielleicht nicht. Also ein Wassermann in seiner höchsten Vibration, was ich liebe an den Wassermann-Menschen ist, sie scheißen auf das Geld. Ganz ehrlich, das ist so. Also sie legen nicht Wert. Sie kommen nicht mit jemandem zusammen, weil du reich bist. Nein, der Wassermann-Mensch schaut nicht die Religionen, das Geld, was du auf der Bank besitzt. Das Wassermann-Menschen sind frei von solchen Ideen, von solchen Dingen, die zu sind. Das ist eine geschlossene, una mente chiusa, das ist eine geschlossene Mind. Also diese Person hat einen geschlossenen Verstand. Das ist nicht geöffnet, ja, weil du kannst nicht eine Person valutieren anhand, was er besitzt und was er nicht besitzt. Weil diese Person ist trotzdem reich in sich drin. Wir sind alle reich. Nur es gibt halt nicht jeder oder nicht jeder sieht diesen Reichtum, diese Wertschätzung. Es kommt nicht, wie viel Geld du auf der Bank besitzt. Leute, das ist klar. Hier spielt Geld eine wichtige Rolle, natürlich. Aber erstens musst du dir diesen Reichtum schenken. Und wenn du das nicht besitzt, bist du hier ein Nichts. Du bist hier wirklich nur ein Schauspieler. Du schauspielerst die ganze Zeit in deinem Leben. Also, wenn du jetzt etwas willst, arbeite dafür hart. Kann ja auch gut sein, dass du hier auch das diesem Mann oder dieser Frau gesagt hast. Wenn du etwas erreichen willst, weil die Wassermann-Menschen geben normalerweise solche Tipps. Das sind auch gute Lehrer. Gute Lehrer von anderen, die auch anderen beibringen. Wenn du etwas willst, kannst du es erreichen. Keiner hält dich auf. Ne, also das ist wirklich sehr wichtig. Keiner hält dich auf. Nur du selbst kannst dich aufhalten. In Wirklichkeit im Hier und Jetzt gibt es gar keine Probleme, wenn wir nur im Hier und Jetzt leben würden. Wir leben aber die ganze Zeit nur in unsere Gedanken und unsere Gedanken schwimmen. Okay, schauen wir jetzt mal,
was hier die Orakelkarten sagen. Also das sind ganz normale Orakelkarten. Nichts mit Liebe zu tun. Also auch wenn, Leute, hier will jemand, qualcuno vuole, vuole chiederti scusa. Jemand möchte sich bei dir entschuldigen. Wie ich mich benommen habe, was für ein Verhalten ich hatte, okay? Ich habe diesen Verhalten gehabt, es war wirklich scheiße, ja? Aber ich weiß jetzt nicht, entweder hat diese Person ein Problem, dass er sich ignoriert fühlt oder sie sich ignoriert fühlt oder du fühlst dich ignoriert von dieser Person. Also du sagst, nee, stopp, du sagst Entschuldigung, du entschuldigst dich bei mir, aber ich habe das Gefühl, dass du einfach nicht präsent bist. Da, Leute, wieso fühlen wir uns ignoriert? Eins, weil wir das innen drin haben, weil etwas nicht stimmt, ja, weil wir quasi vielleicht uns selber ignorieren, weil die Außenwelt ist immer unser Spiegel. Gerade gestern habe ich mir auch ein Video angehört, das habe ich auch schon vorgestern gesagt, ich beschäftige mich mit, du wirst jetzt sagen, Voodoo, ne? Voodoo übersetzt, was ist das, ist doch Magie. Ja, nein. Also der Mann, der das erklärt, der sagt, das bedeutet zusammen frei sein. Dieses Wort bedeutet zusammen frei sein. Also wir kennen diese Voodoo in dieser Form von schlechter Magie. Aber wir wissen nicht, was dahinter steckt. Und dieses Voodoo repräsentiert auch wieder das Gleiche. Also in allen Kulturen habe ich gelernt, dass immer Yin und Yang eine große Rolle spielen. Also genauso spielt in Voodoo Yin und Yang. Okay? Die Seele spielt eine große Rolle. Und was passiert in diesem Voodoo? Du machst das mit deinen Gedanken, du willst etwas haben, entweder im Guten oder im Schlechten. Das ist aber immer deine Intention. Ja? Und deswegen sage ich ja hier, alles, was du siehst, erklären sie auch in diesem Voodoo, ist alles Spiegelarbeit. Also nichts kommt vom Nichts. Es bedeutet, es ist alles in dir. Wenn du jetzt eine Person anziehst, die jetzt irgendwie dir weh tut oder dir gefällt sie nicht, wie sie denkt, oder irgendetwas stört dich an dieser Person, ist es etwas von dir, von deinen Vorfahren. Also sie reden sehr viel von Vorfahren, Leute. Also wer Interesse hat, schreibt mir. Dieses Video ist in der Öffentlichkeit. Also du kannst es anschauen, weil es gibt gewisse Videos, das können nur Kanalmitglieder anschauen. Ja, also wenn es dich interessiert, wenn du jemand bist, der eine Open Mind hat, so wie ich, also ich natürlicherweise, das ist klar, Voodoo ist immer auch mit Opfern bringen verbunden. Ja, aber was dieser Kerl erklärt, ist, dass diese Opferung nicht mehr stattfinden kann, was die Vorfahren früher gemacht haben. Also das ist schrecklich, ja, was du Tieren antust. Aber manchmal muss man gewisse Dinge machen. Ja, es gibt keine andere Chance und sie haben das so gelernt. Und deswegen sage ich ja, das, was du hier fühlst, was der Zusammenhang ist, ist, dass du das in dir trägst. Das Ignorieren, das kommt irgendwo von einem tiefen Gefühl von dir. Ja, also ich weiß jetzt nicht, bist du das? Oder ist es diese Person, die sich ignoriert fühlt? Dann haben wir hier aber auch irgendwo Eifersucht. Jemand ist eifersüchtig, jemand schaut den anderen ins Handy. Da haben wir schon jemand, der unsicher ist. Und worin besteht diese Unsicherheit? Weil hier jemand abhängig ist. Ich bin abhängig, ich fühle mich ignoriert, weil ich irgendwo nicht von dir weggehen kann. Also entweder ist es ja deine Energie mit dieser Person, dass irgendeiner von euch zwei abhängig ist, oder wir reden hier über eine dritte Person, die hier dein Liebender oder deine Liebende nicht loslässt. Und du sagst, ja, Katja, ich weiß es, er hat ein Problem. Er hat auf der anderen Seite jemand, der ihn nicht loslässt oder sie nicht loslässt. Und das kann nur geschehen, wenn man abhängig ist. Dieses besitzergreifend. Also man sollte hier lernen. Wichtig, sehr lernen, damit umzugehen. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, weil jeder von uns lernt das langsam. Und hier sagt auch die Zeit. Die göttliche Zeit spielt eine große Rolle. Du wirst das sehen. Du wirst sehen, wohin das Ganze führt. Ja, ich nehme nochmal. Divine Maskulin. Also ich würde hier sagen, was man hier auch sehr aktiv hat, das ist die männliche Seite. Ja, die männliche Seite ist gut,
Aber wir dürfen nicht die weibliche Seite vergessen. Diese Geduld, dieses Passivdenken, in sich reinzugehen und auch zu überlegen, wieso ist das so? Wieso fühle ich mich ignoriert? Wieso bin ich abhängig? Woran liegt es? Es liegt ganz, ganz tief in der Wurzel. Ja, das hat nichts mit der anderen Person. Also, lieber Wassermann, du könntest hier mit jemandem zu tun haben, der wirklich Schwierigkeiten hat, vielleicht Abhängigkeit, also Angst hat, loszulassen. Kann aber auch gut sein, dass es deine Angst und du probierst jetzt, du versuchst jetzt, das zu verstehen, mit dem klar zu werden. Das ist ja auch schön. Es ist wichtig, dass wir das Verständnis haben. Ja, wir lernen alle, lieber Wassermann. Es gibt niemand auf dieser Welt, der perfekt ist. Ich möchte das gar nicht hören, ne? Also ich mag das gar nicht hören, wenn jemand sagt, ich bin perfekt, weil nobody ist perfekt. Niemand ist perfekt, niemand kann etwas perfekt. Nur Gott. Ja? Du kannst sagen, ich kann das gut. Ich kann das gut. Aber ich bin nicht perfekt. Weil irgendwo haben wir unsere Imperfektion. Ja, irgendwo können wir nur lernen, wenn wir imperfekt sind. Das kommt nur so. Wir können nur das Licht sehen, wie auch der Mann sagt, von diesem Voodoo. Felix heißt er, Felix. Ne? Aber das ist, glaube ich, ein Spitzname, weil er hat einen anderen afrikanischen Namen. Und er sagt, du kannst das Licht nur erfahren, wenn du durch die Dunkelheit gehst. Ganz simpel und einfach. Woher kennst du die Dunkelheit? Du kennst sie, weil du das Licht kennst. Und wenn du die Dunkelheit kennst, kennst du auch das Licht. Okay? Also das eine existiert nicht ohne das andere. Hier kommen die Karten wie noch was raus. Wirklich. Wow, Wahnsinn. Sehr schöne Karten. Sehr schöne Karten, weil jetzt, jetzt reicht's mit diesem ganzen Gedankenkarussell. Hier kann das gut sein, dass du wenig schläfst, nicht gut. Vielleicht kann das auch gut sein, du warst erkältet, du warst krank in letzter Zeit, dir ging's nicht gut. Du erholst gerade wieder deine Kräfte, du erholst dich von einer stressigen Situation, von einer Situation, in dem du oft gegeben hast. Oft. Also es ist richtig, dass wir geben. Das ist nicht immer selbstverständlich. Es gibt viele Menschen, die nur geben, weil sie im Hintergedanken haben, ich muss zurückbekommen. Das ist aber falsch. Wir sollten geben, ohne im Hinterkopf zu haben, ich bekomme morgen noch was vom Universum. Das ist total falsch. Du solltest wie das ein Kind machen, unschuldig. Wenn du jetzt anfängst, jemandem Geld zu geben und du bist gutmütig und du hilfst andere Menschen, bitte denke nicht, dass du morgen der reichste Person auf dieser Welt bist. Mit diesen Gedanken dürfen wir gar nicht anfangen. Also wenn du diese Gedanken hast, was mir beigebracht worden ist, fang gar nicht an, in der Spiritualität reinzugehen. Wenn du denkst, dass du etwas tust, damit du etwas zurückbekommst. Das war bei mir am Anfang auch so. Ich habe gedacht, wenn ich spirituell werde, wenn ich mich in diese Welt reinstelle, bekomme ich alles. Das ist aber nicht so. Das habe ich auch gelernt. Leute, nach 8, 9 Jahren, dass ich drin bin, weiß ich ganz genau, dass ich das nicht, nicht bewusst. Das passiert alles. Du machst das, weil du das machen solltest. Ja, du bewegst etwas, du gibst jemandem Geld, einfach so. Oder du hilfst jemandem, ohne einen Hintergrund zu haben. Versteht ihr das? Und ich denke, das Universum gib dir das, was du verdienst, aber das solltest du auch selber erkennen. Erkenne selber das, was du anderen gibst. Teile dich nur mit Menschen, die wirklich das verdient haben. Manchmal teilen wir uns zu sehr. In der höchsten Vibration von dem Wassermann. Der Wassermann kann so viel hergeben, so viel lernen. Aber es wird auch ausgenutzt. Ja, du darfst dich nicht ausnutzen lassen. Du solltest immer wachsam sein. Und es kann ja aber auch gut sein, dass du jetzt langsam das bekommst, was du verdienst. Dass langsam alles dahin kommt, wo es hinkommen sollte. Du findest dein Gleichgewicht. Wie gesagt, es kann gut sein, du bist schon lange alleine. Du verbringst die Zeit alleine und du kommst sehr recht auch alleine. Du hast gelernt, allein zu sein. Und wenn jemand in deinem Leben eintritt, das ist für dich dann komisch.
Das kann ja auch gut sein, du hast schon lange nicht mehr von ihm oder von ihr gehört. Und auf einmal tritt diese Person wieder in deinem Leben. Dann wunderst du dich, wieso ist er zurückgekehrt? Was hat ihn dazu gebracht? Che cosa la spinto? Was hat ihm den Schubser gegeben? Was hat ihr den Schubser gegeben? Ja? Kann aber auch eine zwischenmenschliche Beziehung sein. Ja, das kann ja auch gut sein, du willst jetzt hier eine Entscheidung treffen für dich. Welche Entscheidung ist für dich die richtige? Wie ich auch das dem Steinbock gesagt habe, das kann nur dein Herz wissen. Also die Samen, die du jetzt legst, die wirst du auch ernten. Und bald wirst du das ernten. Nur ich kann dir nicht sagen, was. Ne, das ist klar. Du wirst das selber sehen mit deinen eigenen Augen. Lieber Wassermann, ob das jetzt hier eine Liebessituation ist mit diesem Menschen. Du sagst, ich glaube an unsere Beziehung. Ich glaube an uns, also mache ich weiter. Oder du sagst, ich glaube an diesen Beruf. Ich glaube an mir, an meine Stärken, an meine Schwäche. Weil genauso solltest du an deine schwache Seite glauben. Ja? Die gehören dazu. Leute, jeder von uns hat seinen Mechanismus. Jeder von uns hat irgendwie das Input. Also ich vergleiche mich oft, ich sage euch oft Beispiele von mir, weil ich nur das machen kann. Das ist das Beste, was man machen kann, die Beispiele von sich selbst zu bringen. Weil es gibt ja nicht nur die Praxis, es gibt auch die Theorie. Ja? Und es gibt Menschen, die sagen, oh mein Gott, das gefällt mir nicht so, wie du das machst. Okay, dann gefällt es dir nicht. Keiner zwingt dich hier zuzusehen. Ja? Wenn du jetzt sagst, ich mache etwas und das gefällt dieser Person nicht oder es gefällt bestimmte Person nicht, aber du kannst dich doch nicht ändern. Das gehört zu deinem Sein. Das ist Teil deiner Mansion, Leute. Also es gibt Dinge in meiner Seelenmansion, die da sind und die ich nicht, wie sagt man das, umdrehen kann oder verändern kann, weil sie das sind, weil sie sind Teil meiner Seelenmansion. Die Seele will, dass ich so bin. Und wenn ich das nicht bin, dann bin ich nicht die wirkliche. Dann bin ich nicht die wahre Katja. Dann ist es geschauspielert. Das ist das Gleiche, wie wenn alle Menschen immer nur das Schöne hören wollen. Oder nur immer in den ganzen Legungen das Positive. Alles ist gut, die Karten gelegt, das, Zukunftsprognosen. Das ist simpel, das kann jeder. Wir können ruhig das machen und alle glücklich und alle werden glücklich. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. In meinen Videos wirst du das Input bekommen. Woran muss ich arbeiten? Was ist, wo bin ich dran? Wo sind meine Hindernisse? Weil ich das auch in meiner Seelenmansion habe. Also ziehe ich alle Menschen an, die wahrscheinlich auch mit mir vibrieren. Die an sich immer arbeiten müssen, um etwas zu erreichen. Ja? Ich sage das ganz ehrlich, lieber Wassermann. Ich sage das dir, weil ich weiß ganz genau, wie offen du bist. Weil du verstehst. Ja? Weil du nicht zu bist. Und es ist klar, dass wir vibrieren, Leute. Wir vibrieren und wir ziehen uns gegenseitig an. Okay? So, schauen wir jetzt mal Self-Care, was du jetzt brauchst, was dir gut tut. Für deinen Körper, für deine Seele natürlich. Clear your energy. Also, du solltest hier deine Energie reinigen. Ja, guck mal, wir machen das gleich. Das habe ich auch, glaube ich, gestern gemacht. Ich weiß aber gar nicht, mit welchem Sternzeichen das war. Ich kann mich nicht mehr erinnern, Leute. Manchmal, ich kann nicht an alles denken. Das ist bei mir so, ich bin so in diese Welt drin, dass ich dann mich gar nicht erinnere. Ich kläre hier, ich reinige diese Energie. Io purifico questa energia. Ja, und reinige auch mich. Guck mal, das ist hier und das würde ich dir auch empfehlen. Ja, mach das, das ist sehr wichtig. Und was haben wir hier? Wow, das ist Routine. Das kommt bei vielen Sternzeichen raus. Wahrscheinlich viele Frauen, die sich jetzt Zeit nehmen sollen, für das zu tun. Also Nägel lackieren. Vielleicht auch, guck mal, wenn ich das richtig sehe, sie malt sich hier etwas auf, Tattoos. Aber wirklich auch Tattoos, die für dich etwas bedeuten. Nicht einfach so Tattoos, das habe ich schon gesagt, weil da habe ich auch gelernt. Es gibt Rituale. Tattoos sind nicht einfach etwas, was du malen sollst, was du drauf machen sollst, sondern das sollte etwas sein, weil das ist auch ein Vertrag. Ja, du wirst jetzt sagen, wie Katja? Ja, du bemalst deinen Körper. In gewisse Kulturen damals, die Maya, das waren auch die Indianer, die Nativamerikaner, ja, die haben das benutzt, weil sie Dinge projiziert haben. Also
Du hast irgendwo einen Vertrag. Auch wenn du wie sagt man das, ein Tattoo machst. Also bei mir auch selber, diese Auge bedeutet was. Ich wusste das ganz am Anfang auch nicht. Aber wenn du das jetzt aus Juck und Reiz machst oder wenn du jemand bist, der sich einfach Tattoos macht, so, Leute, das wird alles aufgenommen. Das Universum vergisst nichts, deine Haut vergisst nichts. Das wird, du nimmst alles mit. Jede Bewegung, die du machst, alles, was du machst, agieren, Aktion ist Karma. Okay? Auch ein Tattoo ist ein Karma. Ja? Also das lernt man. Das lernt man. Ich sage immer, holt euch selber die Informationen. Nicht einfach jetzt von mir, sondern liest Büchern. Das wird alles erklärt. Also ich sage immer, Rudolf Steiner erklärt das. Elis Bailey erklärt das eher aus einer esoterischen Astrologie. Also da gibt es die 7 Strahlen, wie sie das alles erklärt. Also du kannst wirklich alles finden. Wenn man nur will, findet man alle Informationen, wenn man nur will. Ja? Okay, so. Also. Nimm dir Zeit für dich selbst, wenn du ein Mann bist, genauso. Du musst ja nicht deine Fingernägel rakieren. Du kannst ja auch etwas anderes machen. Kannst du aber trotzdem auch, ja, es gibt auch Männer, die sich die Nägel lackieren. Um Gottes Willen, mach das, was du willst. So. Weil der Wassermann ist ja auch neutral. Der Wassermann an sich, die Inkarnation, kannst du als Frau oder Mann machen, ja? Das erklärt Elis Bin. Okay, schauen wir jetzt mal, mit welchem Sternzeichen du zu tun hast. Marte, Mars. Du hast hier schon Planeten. Die Planeten spielen eine große Rolle. Und zwar will ich dir hier sagen, schau mal, wo deine Planeten sind. Wo Mars in welchem Haus ist und was ist in Mars drin. Welcher Sternzeichen, ja? Das kann dir weiterhelfen. Vielleicht ist es auch ein Input. Soll ich mir den Sternzeichen anhören? Mond. Hier ist auch natürlicherweise dein Unterbewusstsein, was ich ja gesagt habe, hol es raus. Das sich ignorieren. Das Ignorant, ja, wenn man jemand ignoriert oder sich fühlt so, natürlich sitzt das irgendwo in der Tiefe, ja. Hier sind natürlicherweise auch Konflikte. Hier ist auch jemand sehr stark, okay, auch. Hier haben wir Steinbock und Saturno. Oh mein Gott, ja, wenn ich jetzt Saturn sehe, Saturn ist wirklich gar nicht so einfach. Gestern hat der Mann auch noch von Saturn geredet. Ah, jeder redet. Jeder redet von Saturn gleich. Saturn ist jemand, der wirklich wegnimmt. La Falce. Also er hat ja auch die Form. Also wo kann man das sehen? Kann man das hier sehen? Ja, guckt mal hier. Fällt mir jetzt aber nicht auf Deutsch ein. Das ist das Tod. Der Tod Seebad kommt ja auch mit sowas. Ja, und hakt ab. Im Leben, die Menschen, die das haben, oft in seiner astrologischen Karte und vor allem im 12. Haus. Schaut mal dahin. Accultamento, also vieles passiert. Wenn du das nicht machst, wie die Seele es will, bumm, nimmt es dir alles weg. Also dir wird alles weggenommen. Ich kenne viele Leute, die das haben. Und wirklich, denen sind Dinge passiert, die man nicht beschreiben kann. Ja, also ich sage jetzt nicht nur so, ich rede nicht nur so, sondern Leute, es ist wirklich so. Die Astrologie hat den Schlüssel in der Hand. Die Astrologie spielt eine große Rolle, aber natürlicherweise immer mit Leichtigkeit nehmen, weil wir sind nicht nur der Sternzeichen, wir sind viel mehr. Und wir können das alles transmutieren. Wir können die Himmelskörper transmutieren. Wir können hinausgehen. Wir können unser Karma bearbeiten. Natürlich bleiben wir nicht mit diesem Karma für immer. Wir kommen hierher und dein Sonnensternzeichen, so wie jetzt zum Beispiel du, dein Sonnensternzeichen ist im Wassermann, bedeutet, das ist La Tortuga, das ist dein Heilungsprozess. Der Sonnensternzeichen ist immer den Heilungsprozess. Ja, das sagt Elis Bailey. Wie gesagt, lest, wenn ihr nicht glaubt, das ist richtig auch so. Immer lesen, nicht glauben, einfach so. Sondern immer selber sich informieren. Okay, so, lieber Wassermann, das war hier deine Legung. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein in meinem Kleinen. Hab dir wirklich das alles gesagt, was hier stattfinden kann in April. Natürlich, wir haben noch nicht April. Das kann auch hinausgehen. Und ich sage immer hier und jetzt. Ja, hier und jetzt findest du alle Antworten. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein. Ich freue mich über ein Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf. Mach's gut, ja? Ciao!